Smarana, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich habe mal einen Kamin als Hintergrund für euch ausgewählt. Es ist ja jetzt die kalte Jahreszeit, es sind die Rauhnächte und es ist die Zeit des Überlegens, des Nachdenkens und es sind Portaltage im Januar angesagt. Es sind nur 4 Stück. Allerdings haben sie eine grandiose Wirkung. Und so möchte ich heute mal auf die ersten beiden Portaltage eingehen, auf diese Energie vom 3. und 5. Januar, weil ja diese beiden Tage noch in der Zeit der Rauhnächte liegen. Und die Rauhnächte tragen ja auch eine ganz besondere Energie, das heißt, Altes kann losgelassen werden, sollte überdacht werden und Neues kann dadurch entstehen. Und gerade diese beiden Portaltage tragen eine heftige Energie. Sie bringen uns nochmal richtig zum Nachdenken und überdenken überhaupt, wie war denn mein Leben? Ist alles richtig oder kann ich was ändern? Und jetzt kommt genau der Punkt, wo du für dich überlegen solltest, soll ich was ändern? Möchte ich überhaupt was ändern? Und dann kommt, was möchte ich denn ändern? Also der 3. und der 5. Januar trägt wirklich die Energie, die dich dazu bringt, total ins Innerste zu gehen, genau auf deine Herzensstimme zu hören und zu überprüfen, ob alles stimmig für dich ist. Die Energiewellen, die magnetischen Energiewellen strömen, beginnen am 3. Januar nochmal sehr intensiv auf die Erde zu strömen. Und ihr wisst ja, dass in dem Moment die Schleier auch ganz dünn sind und wir die Möglichkeit haben, mit den Engeln engeren Kontakt aufzunehmen und auch mit unserer Seele natürlich engeren Kontakt aufzunehmen und dann in dem Moment zu fragen und zu gucken, den Lebensweg vielleicht anzugucken, einfach mal zu prüfen, was ist denn jetzt wichtig für mich? Bin ich noch genau auf dem Weg, den ich mir einstmals ausgesucht habe oder habe ich ganz viele Umwege gemacht? Bin ich abgekommen? Ja, wo stehe ich überhaupt? Und das kann natürlich auch dazu führen, dass Konflikte entstehen, dass du dich vielleicht nicht wohlfühlst, dass du mürrisch bist oder schlecht gelaunt. Das ist auch möglich. Also es ist jetzt nicht nur positiv, es ist in dem Moment positiv, wenn du dich positiv dafür öffnest und da bist. Aber sobald vielleicht Blockaden auftauchen oder, also mit Blockaden meine ich jetzt im täglichen Leben an diesem einen Portaltag oder an beiden Portaltagen, können ja Komplikationen auftreten, wo du dich vielleicht über jemand ärgerst oder geärgert wirst oder jemand ärgerst oder ausrastest. Also ja, also diese heftigen Gefühlsausbrüche, die sind ja immer ein Zeichen, dass was nicht stimmt und dass was raus will, dass was explodiert. Das heißt, du musst einfach gucken, was gerade an diesen beiden Tagen los ist bei dir in deinem Gefühlsleben und das dann entweder auflösen oder in die richtige Richtung umleiten, positiv denken, ergründen, warum ist das jetzt so, was habe ich zu lernen, was zeigt mir denn meine Seele, was ich jetzt zu lernen habe. Und diese beiden Tage ist es ganz interessant, weil ja auch die ersten beiden Portaltage am Anfang vom Januar sind, noch in den Rauhnächten und dann die beiden anderen am Ende vom Januar. Ich gehe dann nochmal in einem späteren Video auf die beiden Portaltage am Ende vom Januar ein. Jetzt ist es wichtig, dass wir uns auf diese beiden am Anfang konzentrieren, weil die tragen ja auch noch, die tragen die Energie vom Jahresübergang, vom 21. Dezember und von dem Neubeginn. Also die tragen so viel intensive Energie und damit auch so viel Möglichkeiten für dich, dich neu zu orientieren und vielleicht auch dich in deinen Vorhaben zu festigen. Es ist ganz wichtig, dass du für dich feststellst, was möchte ich tun? Wie möchte ich in diesem Leben weiterleben? Manche Menschen, die
denen ist es auch alles egal. Ja, oder manche Menschen, die nehmen sich, die haben Vorsätze und die lassen die dann wieder fallen. Man sollte also sich mal vielleicht auch überlegen, was habe ich denn letztes Jahr für Vorsätze gehabt? Habe ich die erfüllt? Bin ich denen treu geblieben? Was hat sich geändert? Das sind jetzt die Rauhnächte und wir werden da an diesen beiden Tagen nochmal intensiv zu unserer Seele geführt, zu unserer Seelenweisheit und erkennen, was für uns wichtig ist. Ich werde mit euch in eure Seele eintauchen, in die einzelnen Seelenschichten, so wie es für jeden passend ist, wird die Energie dann fließen. Und in den Seelenschichten werden wir oder jeder Einzelne dann erkennen, was jetzt gerade ansteht, welche Aufgaben da sind. Ja, lasst euch einfach überraschen. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, was passiert, weil ich ja das live alles mache und niemals kann man ein Channeling vorbereiten, weil es eben eine Unterhaltung ja auch ist, in Anführungsstrichen, mit der geistigen Welt oder eine Unterhaltung mit meiner Seele. Und da ich ja dann immer genau das übertrage in dieser Botschaft, was eben geschickt wird. Also ich sehe, ich höre, ich fühle die Botschaft. Das sind wie Filme, die da ablaufen und auch wird gesprochen. Und das erzähle ich dann einfach, ja, ohne zu überlegen, so für euch. Und deswegen haben diese Botschaften oder alles, was ich tue, auch so eine richtig intensive, starke Energie, die jeden Einzelnen dann da berührt, wo es wichtig ist. Und ich freue mich sehr, dass ich diese Gabe habe und dass ich die auch an euch weitergeben kann. Also sind einfach die höchsten Energien, die ich zu euch tragen darf. Und der Weg zur Seele, ja, ich bin gespannt, wie die geistliche Welt heute diesen Weg mit uns allen gehen wird. Es gibt da so 1000 Möglichkeiten, gefühlt 1000 Möglichkeiten, dies zu tun. Und ja, ich bin selber sehr gespannt und wir werden danach auch noch drüber reden, ja, was es mit euch gemacht hat, wie es euch damit ging und wie es halt mir damit ging. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt gleich mal an. Ich brauche noch mal ein Auraspray der Fülle. Ja, und vielleicht noch mal die 909. Sehr gut. Und trinken muss ich jetzt auch schnell noch mal was. Ich verbinde mich mit der geistigen Welt und bitte um Führung für diese gechannelte Meditation. Ich bitte darum, dass nur die reinsten, besten, höchsten Energien zu uns gebracht werden und durch mich fließen. Und ich bitte um die Energie des Schutzes für jeden Einzelnen heute und für mich auch. Sofort breitet sich der Schutz um dich herum aus und ich fühle die wundervolle platinfarbene Energie aus dem Universum, welche sich jetzt um uns legt. Um mit deiner Seele in Kontakt zu treten und um heute die Energien der Rauhnächte und der Portaltage zu nutzen, bitte ich dich, das Licht von Smarana einzuatmen und ich bitte dich auch, das Licht der Portaltage einzuatmen.
und dich mit diesem Licht auszudehnen. Dich hinzugeben und zu fühlen, wie dein ganzer Körper sich entspannt. Zu fühlen, wie dich die Engel berühren, denn die Engel sind gekommen. Sie begleiten uns jetzt in dieser geführten Meditation mit ihrer Energie. Und so hat sich eine Gruppe Engel um dich herum versammelt. Sie sitzen zu deinen Füßen, sie blicken zu dir auf und sie flüstern dir zu: Alles ist gut, du gehörst zu uns, wir sind bei dir. Und so lasse dich nun von dieser Liebe tragen. Lasse dein Innerstes von den Engeln berühren und öffne dein Herz, spüre deine Seele, denn deine Seele beginnt sich nun auszudehnen. Die Energie der Liebe bringt deine Seele dazu, sich nun intensiv mit dir zu verbinden. Spüre diese Energie, du findest sie ganz tief in deinem Herzen. Spüre deine eigene Liebe, deine Geborgenheit und spüre den Frieden, welcher deine Seele trägt. Spüre die Nähe deiner Seele und erlaube dir nun, mit deiner Seele zu verschmelzen. Dies geschieht mit einem Atemzug der tiefsten Liebe, die du jemals empfunden hast. Und in dem Moment öffnet sich dein Herz so weit, wie es noch niemals möglich war. Und verschmilzt mit der Energie der tiefsten Liebe deiner Seele. Spüre, wie schön dies ist. Und nun lasse dir von deiner Seele deinen Seelenweg zeigen. Lasse dir all dies zeigen, was für dich wichtig ist. Jedes Gefühl, jedes Bild, jedes Wort, was auch immer du wahrnimmst. Trägt eine besondere Energie für dich. Ich unterstütze dich dabei. Halte die Energie, sodass du dich einfach fallen lassen kannst und all das annehmen kannst, was dir jetzt gezeigt wird. Es ist die Heilung der Liebe, die Energie des Friedens, die Energie des Lebens, welche dich auf deinem Lebensweg dorthin führt, wo es wichtig für dich ist zu wissen, was alles geschehen kann,
wo es wichtig ist, für dich zu fühlen, was das Richtige ist. Vertraue einfach deiner Seele und deinem Herzen. Dass alles, was du wahrnimmst, eine Bedeutung für dich hat. Und vertraue auch darauf, dass alles, was dir gezeigt wird, in die Heilung gehen darf. Denn du bist ein Wesen in einem menschlichen Körper, ein lichtes Wesen der Liebe. Das bist du, nur hast du dies vergessen. Und gerade jetzt in dieser Zeit ist es möglich, dich mit diesem Wissen, mit deinem Wesen, mit deinem echten, lichtvollen Wesen zu verbinden. Die Schleier sind dünn und es ist alles möglich. Die Engel, sie singen deinen Namen. Sie singen, alles ist gut, wir sind bei dir. Du bist geschützt und geliebt. Und nun zieht sich die Energie langsam zurück. Die Engel lösen das Feld auf. Aber du hast auf deinem Seelenweg, auf deinem Lebensweg, Dinge gespürt und gefühlt, welche für dich wichtig waren. Und so wünsche ich mir für dich, dass ganz viel Heilung geschehen durfte. Und ich bedanke mich bei allen Engeln, welche heute hier anwesend waren. Und natürlich auch bei dir, dass ich dies tun durfte für dich. Und dann komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Und vielleicht fühlst du ja so wie ich die wundervolle Energie der Wirklichkeit in deinen Räumen. Und vielleicht weißt du ja auch genauso wie ich, dass du niemals allein bist. Schön war's mit euch, mit dir. Und ich habe so ein Glücksgefühl in mir, voller Vertrauen, und ich freue mich sehr, mit diesen Portaltagsenergien arbeiten zu dürfen. Und ich weiß, dass es auch für dich besonders gut ist. Ja, meine Lieben, ich habe geguckt. Ich gucke jetzt auch nochmal. Ich sehe so viel Dankbarkeit. Gerade in der großen Energie aller Menschen, die heute zuschauen, sehe ganz viel Dankbarkeit. Und diese Energie der Dankbarkeit glänzt wie eine goldene Kugel. Wunderschön, ich danke euch dafür. Oh ja, sehr, sehr schön. Ich wünsche euch jetzt für die Anfangszeit im Januar, für die Portaltage, größtmögliche Heilung überhaupt, das größtmögliche Vorankommen und dass ich das Vertrauen in euch selbst, in eure Stärke ständig vergrößern möge. Seid gegrüßt mit Smarana, fühlt euch umarmt und ich freue mich auf das nächste Mal. Ich hab euch so lieb. Tschüss.